Eskalation pur. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und heute gibt es wieder einmal ein XXL Kosmetik-Haul für euch. Wieder einmal ein Kosmetik-Haul. Wir sind gestern in der Stadt gewesen, deswegen ich drehe das Video zeitnah ab, damit ich es endlich alles benutzen und swatchen und einfach endlich einsortieren kann. Und deswegen heute... Auf jeden Fall waren wir gestern in der Stadt und haben wieder mächtig zugeschlagen. Eugen ist völlig explodiert, was seinen Shopping-Rausch angeht. Er war wirklich im Rausche und wir haben sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Sachen gefunden. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar haben wir einen Make-up-Koffer von NYX gekauft. Den haben wir schon länger im Auge gehabt, aber irgendwie haben wir ihn nie gekauft. Aber jetzt ist er da. Für die Reisen zum Beispiel, wenn man irgendwo hinfährt, habe ich immer gefühlte 20 Kosmetiktaschen voll gehabt mit Schminke. Und das ersparen wir uns jetzt, indem wir einfach mein Köfferchen befüllen und alles reinmachen, was ich brauche. Und er ist einfach so, so schön. Hier ist er gelabelt mit dem NYX Professional Label. Dann hat er hier diese Öffnungen. Von der Seite sieht er so aus. Von hinten sieht er genauso aus wie von vorne, nur dass das Label halt fehlt. Unten hat er vier solche Kunststoffstandfüße, damit er sicher steht und nicht im Matsch, sag ich jetzt mal. Weil man weiß ja immer nicht, wo man ihn hinstellt. Und somit bleibt der untere Boden schön sauber und nur die Füße werden dreckig. Von oben hat er einen super schönen, hochwertig stabilen Griff und eine Schnelle zum Öffnen, die man aber auch aus Sicherheitsgründen, je nachdem wo man hinfährt oder fliegt, schießt mich tot, abschließen kann, damit keiner an seine Schmuckstücke, die da drin sind, ran kann. Ich mache ihn hier an seiner Schnalle ganz einfach auf. Er geht wirklich mit einer Hand, öffnet er sich so auf die Seite. Hier hat er auf jeder Seite zwei schmale Fächer. Pinsel, Make-up, Blush, Highlighter, was auch immer man da reinmachen möchte. Und in der Mitte ist ein großes Fach. Und hier befindet sich auch der Schlüssel für den Koffer. Hier haben wir dann noch das große Fach, geeignet für Paletten sämtlicher Art. Und er ist einfach unfassbar schön. Genug Stauraum für unterwegs, würde ich jetzt behaupten. Also ich würde jetzt sagen, da passt gut eine Woche Make-up rein. Und ja, sehr happy. Super schönes Teil. Und zwar habe ich noch einmal zugeschlagen bei der limitierten Unicorn Edition, die es bei DM gab. Ich habe da zwar schon zwei Pinsel von, aber ich habe mir das Set trotzdem noch mitgenommen. Ich finde die einfach optisch schön. Ich habe den Fanbrush und den Puderpinsel schon und ich muss sagen, ich finde die Pinsel sehr gut. Das kostet wirklich nicht viel und dafür diese Optik, brauche ich eigentlich nichts zu sagen, ist auf jeden Fall den Preis wert. So sehen sie aus der Verpackung aus. Alleine schon dieses rose-goldene Einhorn, wunderschön. Also hier haben wir einmal den Puderpinsel, sehr, sehr schön, super weich, sie sind richtig flauschig, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier den abgeschrägten, das ist ja der Contour Brush. Auch der super, super flauschig. Natürlich noch ein bisschen staubig. Ich habe sie noch nicht geputzt, aber das folgt gleich. Hier ist der Allround Brush. Der ist halt flach gebunden. Mit dem kann ich mir auch gut vorstellen, Foundation ins Gesicht aufzutragen. Aber ich glaube, ich werde ihn eher zum Bronzen und Blushen benutzen, weil da finde ich diese Art von Pinsel immer sehr gut geeignet. Ganz klassisch Fan Brush. Auch der wunderschön. Flauschig weich. Die sind so angenehm auf der Haut. Die kratzen nicht, pieksen nicht. Die gleiten einfach nur so über die Haut. Und der letzte ist der Blending Brush, auch finde ich sehr, sehr cool. Auch die Farbe wieder in diesem Rainbow-Style. Ich liebe diese Pinsel. Also optisch alleine muss man sie, glaube ich, haben, wenn man ein kleiner Make-up-Junkie ist. Und ja, jetzt habe ich alle und für den Preis kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Wo wir gerade bei dem Thema Pinsel sind, ja, ich habe jetzt schon ordentlich Pinsel, aber es gibt immer noch welche, die ich haben möchte. Und die mir fehlen und
Fehlen tun eh immer welche, weil man schafft, also ich schaffe es zwar jeden Tag, meine Pinsel zu putzen, aber manchmal fehlt mir dann doch genau der, der noch nicht trocken ist. Und da haben wir nochmal mitgenommen von BH Cosmetics ein 10er Pinselset. Hier sind Gesichts- sowie Augenpinsel drin. Die Pinsel sind alle in Schwarz und Gold gehalten. Optik schon mal super edel und super zeitlos. Also die gefallen einem auch, wenn man kein Rose Gold zum Beispiel mehr mag. Oder kein Rosa, weil die einfach zeitlos sind. Gehen wir einmal durch, was alles dabei ist für Pinsel. Wir haben einmal Pinsel 123 aus dem BH Pinselset. Und das ist ein flacher Kabuki-Pinsel, genauso wie aus der Unicorn-Box, nur ein bisschen größer noch. Und der ist richtig gut so für Blush, weil den kann man so richtig schön auftupfen. Freue ich mich schon drauf. Als nächstes haben wir die 124. Das ist ein spitz zulaufender, rundgebundener Pinsel. Und zwar ist das ein spitzer Verblenderpinsel. Auch der wirklich schön. Ich mag auch dies mit diesem Ombre-Look im Pinsel alleine, mit von schwarz auf grau, sage ich jetzt mal, weil weiß ist es nicht wirklich. Sehr, sehr schön. Ein spitzgebundener, aber deutlich schmaler als der vorherige. Das ist ein Pinsel zum Konturieren. Ich glaube, ich werde den eher als Highlighter-Pinsel benutzen, weil ich nicht so viel konturiere. Ich bronze eher, aber dafür soll er gemacht sein. Die 126, ein Rouge-Pinsel, ist ein bisschen breiter gebunden und flacher. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Perfekt, um Blush aufzutragen oder um eine schmale Bronzing-Kontur zu ziehen. Super. Das ist die 127. Das ist ein ganz klassischer Contour-Brush. Durch die abgeschrägte, schmale Form passt sich das perfekt eurem Gesicht an und braucht man, wenn man konturiert, immer. Ich konturiere zwar nicht, ich bronze fast nur, aber manchmal konturiere ich auch und dann kommt der auf jeden Fall in den Einsatz. Hier haben wir Pinsel Nummer 128. Das ist ein super Allrounder meiner Meinung nach. Hier übrigens auf der Verpackung steht immer drauf, wofür welcher Pinsel geeignet sein soll. Und ich kann ja mal schauen, kleiner Deluxe Verblenderpinsel steht hier drauf. Obwohl ich sagen muss, zum Verblenden ist er mir zu groß. Ich benutze so eine Pinsel zum Beispiel Highlighter auftragen, perfekte Größe. Um das Augenlid zu setten, perfekte Größe. Oder Concealer auftragen möchte und den gerne mit dem Pinsel verblenden möchte, ist der auch super geeignet. Also ich finde, das ist so ein Allrounder, der lässt sich eigentlich mehrfach anwenden und in verschiedenen Art und Weisen. Also so einen kann ich euch wirklich gut empfehlen. Die 129, das ist ein klassischer rundgebundener Verblendepinsel. Er ist ein bisschen fester gebunden, was das Blenden ein bisschen leichter macht als so ein fluffiger Blendepinsel. Aber ich liebe solche Pinsel und Blendepinsel gehen immer, weil viel Blenden hilft viel. Und der ist sehr gut geeignet, um zwischen Augenbraue und Lid zu verblenden. Die 130 ist ein ganz normaler Lidschattenpinsel, ein bisschen größer als normalerweise. Ich benutze den sehr gerne, um zum Beispiel meinen äußeren Augenwinkel zu betonen oder um das Lid vor Beginn zu setten mit einer transparenten, nudefarbenen Lidschatten. Dafür, finde ich, sind die sehr gut geeignet. Große Fläche kann man zügig mitarbeiten und deswegen freue ich mich. Die 131 ist für mich persönlich etwas ganz Spezielles und etwas Neues. Der sieht nämlich so aus. Das ist ein Pinsel zum Nasekonturieren. Ja, er schmiegt sich halt perfekt eurer Nasenspitze an und dadurch ist er sehr gut geeignet. Ich bin ja jetzt nicht so der Konturierer, deswegen muss ich mal schauen, ob man dafür auch noch einen anderen Zweck finden kann. Vielleicht so hier Lippenherz highlighten oder mal schauen. Ich werde mich durchfuchsen, aber er wird auf jeden Fall benutzt. Und der letzte Pinsel, Pinsel Nummer 132, ist ein Präzisionspinsel, rund gebunden. Man könnte ihn auch Pencil Brush nennen. Sehr gut für Inner Corner Highlighter oder Highlighter unter der Augenbraue
Oder weil er relativ fest ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass man eine Cut Crease damit ganz gut ziehen kann. Oder zum Verblenden im unteren Augenkranz, am unteren Augenwinkel. Allrounder braucht man immer. Heute muss ich fleißig putzen. Ich habe ja nicht nur die Pinsel, ich habe auch noch die Pinsel zu putzen, die ich heute benutzt habe. Das sind auch noch mal einige. Also heute wird wieder ein putzreicher Tag. Machen wir weiter mit einem Blush, was ich mir noch mal gekauft habe. Und zwar hatte ich euch in meinem Valentinstags-Look-Tutorial ein Blush von Catrice gezeigt, diese LE. Wirklich ein sehr, sehr schönes Blush. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich noch einmal das gleiche, nur in der C01-Variante. Also das ist der dunklere Ton der beiden LE-Töne. So sieht er aus. Ich habe ihn gekauft, obwohl hier schon jemand reingedatscht hat. Ja, weil der ist bei uns überall ausverkauft. Und ich war von dem ersten so begeistert, dass ich den zweiten auch unbedingt noch haben wollte. Hier wieder ein riesengroßer Spiegel unten drunter. Ich wische da einmal mit einem Taschentuch oder mit einem Wattepad drüber. Und dann stört mich das ganz ehrlich nicht. Das ist auch nur ganz leicht. Ich swatch euch das mal. So schaut die Farbe aus. Das ist jetzt so ein braun-Aprikoton. Richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch der ist so, so schön weich wie der andere. Und er lässt sich einfach super verblenden. Also für den Preis kann man absolut nicht meckern. Ich war bei uns im Müller. Ich weiß gar nicht, warum ich da war. Auf jeden Fall war ich beim Müller. Und ich habe gesehen, bei der Love-Theke 50% auf alles. Und bei mir gleich alle Glocken an. Aber leider war die Theke schon fast leer. Ich habe keine Ahnung, ob Love aus Müller rausgeht. Ich weiß es nicht. Innerlich hoffe ich es, weil ich die Hoffnung habe, dass dann Sleek endlich bei uns beim Müller einzieht. Weil Sleek ist ja jetzt bei Müller, nur bei unserem nicht. Dafür weiß ich es nicht. Vielleicht geht deswegen Love raus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir von Love noch eine Foundation mitgenommen. Und zwar die Serum Foundation von Love habe ich mitgenommen. In der Farbe 020 Fair Dream. Ich hatte ja in meinem letzten DM-Haul die andere von Love gekauft. Aber ich schwankte ja zwischen der, die ich jetzt habe, und zwischen der. Und ich habe gesagt, ach komm, für 50% weniger kannst du sie mitnehmen. Du hast zwar erst eine neue, aber zum Testen ist 50% Ersparnis ein super Preis. Ich wollte mir auch diese Runde nochmal mitnehmen, aber die war leider schon ausverkauft. Genauso wie sämtliche Blushtöne waren ausverkauft. Mein Primer war ausverkauft. Ich glaube, ich hätte mich da totgeschoppt, wenn ich das früher gesehen hätte, dass es da 50% auf Love gibt. Rentiert sich auf jeden Fall und deswegen kam nochmal die Foundation mit. Machen wir weiter und zwar mit NYX. Wir waren wieder in der Nebenstadt bei dem großen NYX-Counter und wir haben einiges gefunden, was wir mitgenommen haben. Jetzt nicht nur den Koffer, sondern noch 2, 4, 6, 7 andere Sachen und die zeige ich euch. Ich fange an mit dem Ready Prep Go. So sieht es aus, das ist in so einer durchsichtigen Kulturtasche und hier sind lauter, ja, Probegrößen würde ich jetzt nicht sagen, einige Produkte drin, die ich schon länger mal testen möchte, aber mir immer nicht sicher war, ob ich die große Flasche kaufen soll, ob es mir gefällt und so weiter und so fort. Und da hat sich das jetzt mal hier gut gemacht. Das habe ich jetzt mal mitgenommen. Hier ist einmal drin der Pore Filler, den habe ich ja schon. Born to Glow, ein flüssiger Highlighter. Dann ist hier einmal Control Freak drin, das ist ein Augenbrauen-Fixierstift. Dann ist die HD Studio Eyeshadow Base drin, ein HD Finishing Powder, das First Base Prime Base Spray. Ja, das wollte ich schon öfters mal testen. Und dann das Fixing Spray von NYX. Und das Nixing, das Nixing. Und das Fixing Spray von NYX ist hier auch nochmal mit. Genau, das ist in der Verpackung gewesen. Ja, ich werde mich mal durchtesten und mal schauen, wie sich die Produkte machen. Ob ich sie mir groß nachkaufe oder nicht. Machen wir weiter mit dem Großteil von NYX. Und zwar sind das diese Schätze. Ja, ein ganzer Stapel voller Lidschattenpaletten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber egal, ich wollte sie schon eh und je haben und jetzt habe ich sie alle sechs auf einmal in Your Elements Paletten von NYX. Ja.
Ich brauche nichts sagen. Ich liebe sie jetzt schon, obwohl ich sie nicht einmal auf dem Auge getestet habe. Aber sie kam raus, ich habe sie gesehen, ich wollte sie haben. Irgendwie habe ich sie mir nie gekauft. Und jetzt alle sechs gleich. Wenn schon, denn schon. Muss die Sache gleich mal vollständig sein. Fangen wir an mit der Earth Palette. Packaging. Bombe. Sie sieht einfach so, so schön aus. Ich hole sie einmal aus der Verpackung. Und die Verpackung ist nochmal in so einem Schutzfüllchen eingepackt, weil damit einfach nichts kaputt geht. Verpackung von der Palette sieht genauso aus wie die Umverpackung von außen. Einfach unfassbar schön. Wenn ich die Palette einmal aufmache, haben wir hier einen riesengroßen Spiegel. Und so sieht die Palette von innen aus. Wir haben matte, sowohl auch Glitzertöne drin. Ich gucke in diese Palette und habe mindestens drei Looks im Auge, die ich mit ihr schminken möchte. Sehr, sehr cool. Ich swatche euch einmal zwei Farben. Und zwar swatche ich euch einmal das Grün. Das ist das Grün. Und einmal den Peach-Ton. Und das ist der Peach-Ton. Pigmentierung bombastisch, gefällt mir so, so gut. Brauche ich nichts zu sagen. Drei Looks mindestens aus der Palette schon alleine und ich habe dieses Ganze sechsmal. Also ich kann ein paar Looks in Zukunft schminken. Die nächste Palette aus der Elements-Reihe ist bei mir die Fire-Palette. Ich finde die Verpackung so schön mit diesen Raketen, die aufgehen und explodieren. Und so, so schön. Verpackungsopfer schlechthin. Also ohne Witz. Auch die ist in dieser Folie wieder eingepackt, damit sie auch wirklich nicht kaputt geht und zerkratzt, weil die so wirklich eine glatte Oberfläche haben. Auch hier seht ihr wieder die Raketen, die aufplatzen. Es sieht so, so schön aus. Und da ist die Palette. Hier sind auch wieder matte und schimmerpartikelnde Lidschatten drin. Und auch hier sehe ich mindestens drei Looks, die ich am liebsten jetzt sofort schminken möchte. Aber eins nach mit anderem. Ich swatche euch, was mich tierisch brennend interessiert, das Gelb. Oh, sehr schön. Und dann nehmen wir noch den Rotton. Wow. Da sind sie, die Farben Gelb und Rot. Super schöne Pigmentierung, also ausdrucksstark schlechthin. Richtig, richtig gut. Oh, ich liebe sie jetzt schon. Weiter mit den Elements-Paletten ist er, ja, mit den ganzen Wolken, rosa und lila, meine Farben. Auch hier Verpackung super schön. Wenn man die Palette aus der Packung holt, ist auch diese wie alle anderen eingepackt in der Folie. Und auch hier spiegelt sich das Bild der Verpackung wieder mit den Wolken lila und rosa. Und geöffnet schaut sie so aus und sie ist so schön. Die Farben, die sehen so, so, so schön aus. Große, große Liebe. Und zwar swatche ich hier einmal das Mint und das Pink. Da seht ihr Mint und Pink. Auch hier wunderschöne Farben. Der ist richtig schön für den Frühling, der Mintton. Da fällt mir natürlich auch schon wieder einiges ein, was ich schminken kann und möchte und will. Und ich muss sagen, die Pigmentierung der roten Töne ist wirklich gut, weil ich habe jetzt hier immer noch Rot und Rosa drauf. Also die halten die Farben. Weiter im Elementprogramm ist Water. Auch hier super schönes Packaging. Also nix, Hut ab, habt ihr so, so schön gemacht, also was Verpackung und bisherige Pigmentierung angeht, sehr, sehr gute Leistung. Für den Preis ist es wirklich unschlagbar. Hier mit den großen Wasserblasen und ja, einfach schön. Kann man nichts anderes zu sagen. Auch hier wieder die Folie, wie bei den anderen halt auch. Water sieht auch von außen aus wie die Umverpackung. Sehr, sehr schön mit dem Mint, dem Weiß und den Blubberblasen, also den Wasserblasen. Richtig, richtig schön. Wenn wir sie aufmachen, sieht sie so aus. Sehr schöne Blau- und Grüntöne. Hier sticht einer raus, der ist so, der geht so ins Lilafarbene. Muss man schauen, wie der auf dem Auge rauskommt. So schön, so schön. Auch hier wieder der große Spiegel. Ja, und los geht's mit dem Swatchen. Ich swatch euch einmal den Ton, der so blau-grün schimmert. Und dann nehmen wir doch einfach mal den lilafarbenen. Da sind sie, die Swatches. Einmal der blau-grüne und der changiert so richtig schön im Licht. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen.
Und hier haben wir diesen rosa, also der sieht in der Palette so lila-rosa aus. Aber der sieht auf dem Handrücken eher so braun-rosa-lila jangierend aus. Je nachdem, wo man hinguckt und wie kräftig man aufdrückt, je intensiver wird das Braun. Oh, die sind hardcore pigmentiert, also richtig gut. Meine Finger sehen aus. Dann haben wir noch die Element Wind, also Windpalette. Auch die wirklich, wirklich schönes Packaging mit diesen... Ja, wie sagt man dazu? Verschnörkelten Windstößen, die da drauf sind. In lila, blau, pink und hier oben ist noch ein bisschen grün. Auch die Verpackung wirklich schön. Hier wieder die Folie, die oben drüber ist. Und so sieht die Verpackung aus. Genauso wieder so wunderschön wie die Verpackung von außen. Ich weiß nicht. Ich kann da nichts zu sagen, weil dieses Packaging mich einfach umhaut. Ich finde die so... Die sind so zeitlos und sagen quasi vom Bild her, was deren Element ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und geöffnet sieht die Palette so aus. Hier sind lila Töne drin, blaue Töne, etwas grau-mofiges ist drin. Wieder Glitzer und Schimmer. Also ist wieder für jeden was dabei. Auch die einfach super schön. So, was swatchen wir hier? Hier swatche ich mal dieses helle Blau. Das finde ich auch sehr interessant. So einen Ton habe ich noch nicht, wirklich nicht. Und diesen gelb-weiß-glitzerigen. Da sind sie. Also hellblau, mega coole Farbe für den Frühling und für den Sommer. Gefällt mir richtig gut. Und dieses gelb-weißen Glitzerlidschatten auch richtig schön. Schönes Highlight fürs Auge. Guck mal, wie der schimmert. Sehr cool, freue ich mich auch. Die letzte Palette aus der Elements-Reihe ist die Metal-Palette. Und das ist eigentlich so meine absolute Favoriten-Lidschatten-Palette. Ja, wenn ich sie aufmache, werdet ihr es gleich sehen. Alleine schon diese Diamanten, die hier drauf sind mit den verschiedenen lila, pink, gelb, braun, blautönen. Holt, sieht sie genauso aus wie die Verpackung. Unfassbar schön. So, ich mache es jetzt auf. Und da ist die gute Palette. Oh, sie ist so schön. Also es sind wirklich alles schimmerige Farben. Es ist alles dabei. Grün, gelb, lila, pink, weiß, grau, gold, silber. Einfach alles. Und die Farben... Kann ich nichts zu sagen. Wir swatchen einmal den obersten Ton. Das ist so ein Pink, was changiert lila. Und dann nehme ich nochmal diesen grün-gelben Ton. Ja, bitte. Also ich brauche nichts zu sagen. Die Farben sind so, so schön. Ja. Tolle Pigmentierung. Lässt sich super auftragen. Sieht richtig schön aus. Geben richtig schön Schimmerpartikel ab. Sehr, sehr cool. So, ihr Lieben, das war mein Haul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ist wieder einiges geworden, aber so ist das manchmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich verlinke euch hier unten einmal meinen Kanal, den ihr kostenlos abonnieren könntet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Mein Make-up-Tutorial und mein letztes Video. Bis dahin, tschüss!